Welt ein König kommt. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles Leid und alle Krankheit ein Ende haben. In dieser Gewissheit leben wir auch in dieser Adventszeit. Herzliche Grüße zum dritten Advent aus dem Haus Salem. Ihre Familie Kemling. Steht eure Krippe schon? Underground hat dieses Jahr eine ganz besondere Krippe, nämlich eine selbstgemachte Krippe. Unter dem Motto Schau auf den Stern haben die Kids von Underground zu Hause Krippenfiguren geformt und hier seht ihr das gemeinsame Werk. Das war ihre Aufgabe in ihrer Weihnachtstüte. Schaut mal genau hin, sie leuchtet in ihrer Einmaligkeit, in einem ganz besonderen Licht. Welche Krippenfigur hat denn für euch eine besondere Bedeutung? Hallo, hier ist das Underground-Team und wir wünschen euch einen gesegneten dritten Advent und dass jeder einzelne von euch die frohe Botschaft von Jesus einfach spüren kann und ganz viel Licht und Wärme und die bedingungslose Liebe sich in euren Herzen verbreiten kann. Mit diesem fröhlichen Lied möchte ich allen in der Gemeinde Braunsbach eine schöne Adventszeit wünschen und ein schönes Weihnachtsfest. Heute, am dritten Advent, möchten wir einmal über den Brauch des Adventskalenders nachdenken. Haben Sie schon alle Ihr Säckchen, Ihr Päckchen, Ihr Türchen und welche Varianten es auch alle gibt, heute am 13. schon geöffnet? Viele verschiedene Adventskalender gibt es. Wir sehen es an den Bildern, die uns zugesendet wurden. Da gibt es zum einen
den abnehmenden Adventskalender und zum anderen gibt es die zunehmenden Adventskalender. Der abnehmende Adventskalender ist uns bekannt. Jeden Tag darf ein Päckchen ausgepackt werden oder jeden Tag ein Türchen geöffnet. Bei dem zunehmenden Adventskalender wird jeden Tag eine weitere Geschichte gelesen, Bilder aufgeklebt, Sterne hinzugefügt, ein Weg bereitet. Und das sind auch die zwei Seiten der Adventszeit. Das Abnehmen betont Advent als Wartezeit auf Weihnachten. Und diese Wartezeit wird weniger. Das ist vor allem den Kindern wichtig. Die Freude aufs Fest überwiegt. Das Zunehmen dagegen betont, die Adventszeit ist die Zeit der Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi, das heißt die zweite Ankunft. Dazu gehört eine innere, eine geistliche Vorbereitung, zum Beispiel in Form einer Buße und Fastenzeit mit Stille, Ruhe und Nachdenken. Im Erinnern daran, was Jesu Geburt für uns bedeutet. Ich wünsche Ihnen viel Freude weiterhin mit Ihren Adventskalendern und grüße Sie ganz herzlich heute am Sonntag des dritten Advents. Der Lehrer der ersten Klasse bringt kurz vor den Winterferien seine Krippe von zu Hause mit und baut sie vor Unterrichtsbeginn auf. Die Schüler dieser ersten Klasse kommen und sind ganz erstaunt und bestaunen diese Krippe. Nach einer Pause fragt der Lehrer: Wie kommt das eigentlich, dass hier in der Krippe Ochse und Esel, die wilden Hirten, Maria und Josef, alle so friedlich beieinander sind? Schwierige Frage, lange Schweigen. Schließlich meldet sich ein kleiner Junge und sagt: Ich weiß es, die sind ja alle aus Holz. Wir Christusträgerschwestern wünschen der gesamten Kirchengemeinde mit einem Adventslied von uns einen gesegneten dritten Advent. Der Mann.